hasse dir, okay. Hä? Ich brauche wahrscheinlich zwei Holzbretter auch noch. Ach, Stöcke brauche ich. Lol. So funktioniert das. Jawohl. Jawohl. Dann schneiden wir mal Glas. Ach geht, das ist nicht mit Ender.io. Oh mein Gott. Tatsache. Das geht halt wirklich nicht mit Ender.io. Was wolltest du vielleicht? Glas schneiden. Sieht doch geil aus, oder? Guck mal. Was? Lol, sind das geschnittene Glasdinger? Ja. Lol. Schon geil, oder? Das ist ziemlich. Ist halt wieder verdammt abgeschnitten, Tom. Von der Audio. Ja, das ist. Das lässt sich nicht verhindern. Gerade. Okay. Aber wenn es nicht aushaltbar ist, muss man sagen. Ja, muss einfach ein bisschen näher zum Mikro rücken und deutlich. Ja, rücken. Und. Ja. Unbedingt. Dann hören wir nicht gleich besser. So. Ach, es ist so chillig einfach, vor allem wenn alles so gut läuft. Oh mein Gott. Weil wir sparen uns halt mega viele Ressourcen, wenn wir so bauen. Mhm. Einfach die Blöcke auseinanderschneiden. Perfekt. Schade, dass sich die Texturen hier nicht verbinden. Das wäre halt echt krank. Das wird ziemlich cool. Aber kann man chiseln, kann man die wahrscheinlich nicht, gell? Nee. Das geht leider nicht. Ich habe schon versucht mit diesem ziemlich klaren Glas von Ender.io. Aber mit dem kannst du die Blöcke nicht zerschneiden. Okay, schade. Wenn ja dann endlich viele Blöcke an mich. Achso, sorry. Nein, ich bin gerade am Craften. Von Uff, ich weiß. Hast du zufällig eins davon eingesammelt? Von dem Kabel? Von den Capacitor Bank? Bin ich blind oder. Nö. Nö. Okay, passt. Sollte ich nicht. Ich meine, wir verschieben eh das nach unten. Ich meine, hier ist ja nur die Crafting Area. Oh mein Gott, ich bin schon wieder bei der Quarry. No. Oh no. No. Hier noch das restliche Glas. Ich bin noch ansinnig, wie ich das am besten baue.
Man sieht schon. Oh lol, das sieht gut aus. Alles hier noch so ein bisschen einhüllen mit Glas. Naja. So. Wird ja schon. Das wird. Gibt halt einiges zu tun hier, aber ich finde, es lässt sich sehen. So. Ach, waren das dicker? Ne, das waren keine dickeren Glaschen. Nö. Gut. Noch zwei energetische Leute und dann haben wir 3x5 Millionen Capacitor Banks. Okay, nice. Sehr gut. So. Und fürs nächste Upgrade brauchen wir dann Vibrant Alloy. Vibrant Alloy. So. Auch solche. Schön. Schöne Sache. Mache den Reaktor mal wieder an. Ja, verpiss die Spinne. Alter. Was ist du gerade? Nee, das ist ein Skelett, Alter. Alter! Schreck mich einfach zu Tode. So, weg damit. Und das ist noch eine kleine Glasscheibe, oder? Jo. Super. Hast du jetzt eigentlich schon eine Spitzhacke? Von? Was meinst du von? Du hast mich gerade gefragt, ob ich schon eine Spitzhacke habe. Ja, ja, von der Smeltery meine ich. Achso, nö, habe ich nicht. Okay. Gerade irgendwie hier rum, aber es wird schon passen. Das war genau die falsche Höhe. Oh mein Gott. No! Perfekt, okay. Finde ich nice. Jetzt hier überall noch schnell Glasscheiben reinklatschen. Haben wir wenigstens schon mal das erste hier fertig. Thank you.
Ja, hier haben wir die Teilarbeit, alter Schwede. Ich denke, unsere Stinker schlafen irgendwo. Was? Was schläft? Unsere Stinker. Was sind unsere Stinker? Die Katzen sind unsere Stinker. Ah, okay. Ach, die schlafen schon? Ja, irgendwo. Okay. Ja, der Katze. Nein, zwar. Nee, ich hab die Säge weggeworfen. Oh Mann. Fein. So, der Gang nach unten macht sich schon ganz gut. Die letzten Glasscheiben hier reinballern. Raus. Nein. Ja, die Microblocks, die sind halt echt geil. Also da kann man sich wieder austoben. Jetzt, wo ich nicht mit der Chisel arbeiten möchte, weiß ich jetzt, mit was ich komplett eskalieren werde. Das ist halt richtig nice. Was wollen wir essen? Die Nudeln? Stimmt. Oh. So fixiert einfach gerade. Wahnsinn. Soll ja was Gutes werden, Leute. Nicht irgendwas. Ach so, dann werde ich mir jetzt einmal drüben die Felder ein bisschen. Okay, ein bisschen. Weiß. Ein bisschen vergrößern, ein bisschen schöner machen. Ja, recht hast du. Sehr fein. Das heißt, du bist halt dann auch mehr fürs Essen zuständig, Tom? Ja, können wir gern so machen. Du hast eh noch meinen Stack Potatoes. Nee, zieh ich mir eh immer genüsslich rein. So, das sind wieder die großen Scheiben. Die müssen wir nochmal in der Mitte auseinander sägen. Da kommt man ja mit einem Stack aus, dass man hier alles. Ach, die habe ich jetzt ein bisschen zu klein gemacht. Das Gute ist, die kann man wieder zusammen craften. Und dann hat man wieder die vorherige Größe. Das ist halt echt praktisch. So. Haben wir zugemacht. Da müssen wir noch zumachen. Ich sehe es halt auch nicht richtig hier, wie die platziert werden, aber. Okay. So. Und so, perfekt. Halt. Nice. Nice. Ich habe halt gerade dran gedacht. Das ist so ein bekanntes Meme, ey. Nice. Ich glaube, das ist aus einem Interview. Ja. Aber. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr so genau.
Ja. Also er ist halt einfach damit zur Legende geworden. Genauso wie. Wie heißt der? Sad Harold? Oder. Ja. Ja, der. Na, wie hieß er? Er hieß eh Harold, aber es war irgendwie anders, der Name von ihm. Ich weiß doch nicht mehr. Das ist so geil. Ich hab mir da mal das Interview angeguckt, wie der einfach drauf reagiert hat, gell? Da waren anfangs halt voll angepisst, dass die Leute halt das immer so voll verbreitet haben und immer solche Memes draus gemacht haben. Ah, Pain Harold. Irgendwas mit Pain war's. Painful Harold. Ja. Der hat ja einen TED-Talk gemacht. Was für ein Talk? Einen TED-Talk. Was ist denn das? Wo Leute auf die Bühne rausgehen und quasi eine Geschichte über Leben erzählen. Ach wirklich? Und da hat er über das erzählt, dass er halt ein Meme geworden ist. Ja, sicher. Das ist so geil einfach. Ich feier den Typen. Nein, er tut mir irgendwo auch ein bisschen leid, aber hey. Ja, er hat... Keine Ahnung, er ist mehr oder weniger zur Schuld dran. Ja, ich meine, er kann halt auch nichts dafür, dass er so dreinsieht, wie er halt nun mal dreinsieht. Aber... Ja. Ist am Glück gelaufen. Passiert. Ich find's geil. Er ist berühmt jetzt erstmal. Er ist berühmt und er hat schon viele Leute damit zum Lachen gebracht. Ist doch auch was, oder? Ich sollte Hi von Cat sagen. Hi. Hi. Wie bei Kevin die Gurke. Hi Kevin. Hey. Kevin. So geil. Ach, leck mich doch wieder nur Shit. Protonenkapsel. Was? Waren die gerade lila? Was mache ich denn eigentlich hier? Warum benutze ich keinen Harvester? Was darum könnt ihr mir aber kümmern? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Baumfarmen und Getreidefarmen. Das wäre mal geil zu automatisieren. Ja, voll, ich bin aber behindert. Ja, das wissen wir aber eh. Spätestens seit dem Baum. Ja. Yeah. Ja, das war... Ach ja, Tom, apropos Baum, ich habe ja noch irgendwo einen Samen herumliegen. Hey, ich hab jeden einzelnen Waypoint gespeichert, hoffe jetzt, wenn wir irgendwann mal zurückgehen wollen. Ich meine, ich habe halt einen... Ach doch, ich habe sogar den Basic Capacitor aufgesammelt. Bin gerade auf. Sorry. So, wir brauchen einen Harvester. Du kannst den Harvester by the way auch teilen mit Microblocks. Ach wirklich? Was? Ja. Hast du dann mehr Maschinen oder was? Und wie soll das funktionieren? Ich hab keine Ahnung. Man, wir können es ja mal probieren. Das wäre schon geil. Aber das wäre ja voll gestört, wenn das eigene Maschinen dann werden. Ich meine. Nein, es sind keine eigenen Maschinen. Aber es wäre lustig. Haben wir Invar? Ja, habe ich letztens gemacht. Sollte noch was da sein. Ah ja, genau 6 Stück. Genauso viel brauche ich. Oh, fein. Was brauche ich denn noch? Ein Mesh and Frame. Plastik. Jetzt geht mir der Typ nicht mehr aus dem Kopf, der Painful Harold. Guter Mann. Was ist denn noch so ein bekanntes Meme, ey, das so richtig durch die Decke geschossen ist? Uganda Knuckles war zum Beispiel eins. Do you know the way? Alter, das ist einfach so eskaliert. Wie alt ist denn das schon wieder? Es gibt viel zu viele Memes. Boah. Ich bin froh, dass es sie gibt. Sehr, sehr alt.
Ich bin eigentlich gar nicht mehr so am neuesten Stand, was diese Memes angeht. Ja, zurzeit gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich eins, das so richtig gehypt wird von der Community. GameStop ist zurzeit ein ziemliches Meme. Ist das ein Meme geworden? Ich weiß einfach nur, dass GameStop durch, also irgendwie am Aktienmarkt komplett durch die Decke geschossen ist und ja, das halt dann im Endeffekt doch irgendwie. War das jetzt eigentlich irgendwie ein Fake oder. Oder wie ist denn jetzt genau die Story davon? Also, da ging es darum, dass Reddit einfach so gesagt hat, fuck you, Hedgefonds. Mhm. Also weißt du, was ein Hedgefund macht? Nicht wirklich, ne. Ein Hedgefund, die spekulieren auf Aktienkurse, ja, und verkaufen die. Okay. Und was die gemacht haben, die haben, also das Ding ist, sie haben predicted, dass die GameStop-Aktie sinkt und deswegen haben sie ganz viele Aktien von GameStop verkauft, ohne die besessen zu haben. Was? Wie geht denn das bitte? Das funktioniert auch in einem Aktienmarkt, Hofe. Was denn? Alter. Und auf jeden Fall hat Reddit dann gesagt, fuck you, und haben sie ganz, ganz, ganz viele von diesen Aktien gekauft. Fuck you. von diesen Aktien, die teilweise noch nicht mal existieren. Die haben 140% der Aktien gekauft, von dem, was wirklich existiert hat. Der Aktienmarkt ist halt schon ziemlich weird. Was zum Teufel? Vor allem, dass es möglich ist, einfach, dass du einfach Dinge verkaufst, die nicht da sind. Ja, und jetzt ist das Problem, in Amerika haben sie mehrere Richter dem angenommen, dass sie. Mal kurz, wie mache ich denn Plastik? Ich glaube, Rubber nochmal in den Ofen klatschen. Schauen wir mal. Wo ist ein Rubber? Solche Plastik-Sheets für den Harvester. Ja, genau. Ich guck mal nach Lampen, dass wir irgendwie eine fancy Beleuchtung haben hier. So, Utilities, invertierte graue Lampe. Die kann man auch zerschneiden, willst du mich verarschen? Ich glaube, du kannst alles zerschneiden. Ja. Das sieht ja mal geil aus. Ach, da braucht man labile Blöcke. Aber ich kann jetzt nichts essen. Ich habe gerade eine Schüssel mit Reis und Curry in die Hand bekommen. Gönn dir, Tom. Ja, jetzt nicht. Dann. Okay. Lampe des Wachstums. Alter, es gibt so viele geile Sachen hier. Lumium-Lampe. Lumium-Barren. Lumium. Was? Alter. Einmal mit energetisch. Was zum Teufel, ey? Was gibt's hier alles? Haben wir noch Kloster? Ja. Ach ja, sogar ziemlich viel. Dann mache ich uns mal ein paar Lampen. So, invertierte Lampe. Glasscheiben. Alter Schwede.